Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen FIFA 14 Ultimate Team Part. Erstmal nochmal auf diesem Wege, frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Und ja, ich hoffe ihr seid gut reingekommen, gut reingerutscht ins neue Jahr. Und ja, jetzt geht's auch wieder weiter. Ich hab Mittwoch und Donnerstag kam ja von mir nichts. Gestern, also am Donnerstag, kam ja ein, beziehungsweise heute. Denn wir wissen nämlich immer, na wo geht, wir haben schon... Wir haben es jetzt Freitag, 0.43 Uhr. Und Anki, das werden wir, würde ich sagen, sage ich doch, dass du nicht vorher schaffst. Also gut, egal, auf jeden Fall. 0.43 Uhr Freitag haben wir es jetzt zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und gestern kam ja doch noch denn von Chris Hitman. So, dann habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt noch euch zeigen will und so weiter und so fort. Und zwar... Als allererstes habe ich wieder einige Änderungen in mein Team. Und zwar erstmal habe ich den Lahm verkauft. Da ich sagen muss, Piszczek hat mir ehrlich gesagt besser gefallen, ja. Und er ist ja auch schneller. Und was Abwehr anbelangt, ist er, glaube ich, nur einen Punkt schlechter. Und ich glaube, er ist auch, ja, auch sogar noch stärker halt. Und ja, deswegen habe ich Piszczek wieder reingenommen und den Lahm verkauft, weil ich dann auch ein bisschen Erlös natürlich bekommen habe, weil der auch was kostet. Dann habe ich, ich zeige es euch direkt einfach mal. Erstmal, ich habe ein paar Spiele gespielt, ein paar Saisons gespielt, waren es zwei, keine Ahnung, auf jeden Fall. Einmal bin ich, glaube ich, stagniert, dann bin ich aufgestiegen in Liga 3 und ich bin jetzt kurz davor, wenn dieses Spiel, was wir gleich machen werden, endlich mal in Liga 2 aufzusteigen. Also ich werde sowieso aufsteigen, endlich mal, das ist schon sicher. Aber... Ich kann auch noch den Titel holen und im letzten Spiel wieder, wie genau wie letztes Mal, im Entscheidungsspiel. Aber dann gucken wir erstmal mein Team an. Und zwar, habe ich es gerade ausgewählt? Nee. Und zwar fangen wir einfach damit an, das ist mein neues Team jetzt, mein Hybrid-Team. Und zwar werde ich jetzt nicht mehr mit einem russischen und einem türkischen Team spielen, sondern mit diesem Hybrid-XI, nenne ich jetzt meine Mannschaften einfach immer, ja, für 11, bla bla. Habe ich mir irgendwie abgeguckt von einem Gegner, weiß ich nicht, fand ich irgendwie cool. Gut, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der das so jetzt hat. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt, das ist mehr so, war das die türkische Seite. Ich habe es aber nochmal alles hin und her umgeändert und im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir noch zwei richtige Türken drin haben und ja, also vier mit Burak Yilmaz, Drogba, Ceju und Sabri Sarioğlu, vier Leute aus der türkischen Liga. Dann haben wir hier Akin Fev und ja, der Rest halt ist aus meinem russischen Team. Und ja, gut, so sieht das Ganze aus, ganz einfach. Ich habe das, habe einige Unentschieden, Nürnberg-Style-mäßig so, nur geschafft, sage ich mal. Und ich habe das ja deswegen ein bisschen umgeändert. Ich hatte Hulk erst hier im EM-Spielen, hatte 4-4-2. Ich glaube, für dieses Team ist es aber ehrlich besser, ein 4-3-2-1, ja. Und dann habe ich halt nämlich hier spielen. Und das alles insgesamt lief jetzt gut. Ich glaube, damit habe ich auch zwei Spiele danach dann schon gewonnen. Ja. Und da haben wir dann noch als Auswechselspieler Amrabat und der Rest ist halt mein Bundesliga-Team. Da habt ihr schon einiges gesehen jetzt. Mit dem wollen wir jetzt eh spielen, auch wenn letzte Part auch das Bundesliga-Team war. Also Bundesliga-XI, heißen jetzt nicht mehr Obis, ja. Ist ein 4-4-2, wisst ihr ja. So, jetzt gibt es einige Neuerungen. Erstmal, wie gesagt, Piszczek spielt da jetzt. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier Reus jetzt auf seiner ursprünglichen Position, eigentlich LM. Aber ich habe da einfach keine Karte für genommen, weil doch eine LF habe ich. Von LF auf L, also er war ja LS. Boah, was laber ich hier? Und dann habe ich ihn von LS auf LF gegeben. Und das reicht für die Chemie, damit er 10 hat. Deswegen lasse ich ihn einfach so. Müller wollte ich trotzdem gerne noch da spielen lassen. Deswegen habe ich ihn einfach auch da gelassen, auch wenn sein Chemie jetzt wieder nicht perfekt ist. Aber macht nichts, er spielt trotzdem gut. Und das ist dann okay. Ein bisschen wird er trotzdem gepusht, immer jeweils um einen. Das ist schon in Ordnung so. Gut, Prinz Boateng, habe ich gesagt, ist eine perfekte Schnittstelle. Da habe ich aber meine Wunschschnittstelle, sage ich mal, zwischen... Sturm und Abwehr, Defensive also gefunden. Und zwar ist das Schwein nicht gefunden, das war mir schon klar. Aber durch die Verkäufe und die Erlöse und so weiter alles, ich habe auch noch einige Spieler gehabt, die ich dann noch verkauft hatte, habe ich mir den Schweini holen können, ja. Und da muss man nichts zu sagen. Er kann
richtig gut schießen, kann mega gut passen, hat so eine gute Übersicht und ja, da muss man nichts zu sagen. Ja, und die Defensive habe ich sogar noch gepusht, ist ja auch top. Also beide sieht man hier auch hohe Arbeitsraten. 86.000 hat mich der Gute gekostet. Ja, beides Angriff und Verteidigung, hohe Arbeitsraten. Also er ist einfach überall präsent, so wie Boateng auch, bloß sogar noch ein Stück stärker. Und er ist einfach King, der Typ. Ja, er räumt richtig gut ab auch. Ja, wie gesagt, Reus jetzt als LM und da sieht man es auch meinen neuen Stürmer, Lewandowski. Und ich kann euch nur sagen, der Typ ist einfach Killer. Ist auch klar, weil man sieht, er ist relativ schnell, kann gut schießen. Und ja, Abschluss hat auch 87, deswegen lasst euch von dem 78 nicht so täuschen. Er kann deutlich besser als diese 78 Aussagen schießen. Und ja, Kopfball kann er auch. Und das alles noch hier ein bisschen gepusht. Ja, überragend, sag ich euch. Hat mich auch 65.000 kostet. Ja, hat bisher jedes Spiel, im Durchschnitt ja zumindest so berechnet, sein Tor gemacht. Und ja. Ja, Reus macht trotzdem, aber ich habe ein bisschen befürchtet, dass er vielleicht nicht mehr so viele Tore macht, aber er macht trotzdem auch richtig gut noch seine Tore. Und ja, das passt alles gut. Und so wird das dann, denke ich mal, auch erstmal jetzt bleiben. Und das ist einfach Hammer, das Team. Mit dem Team habe ich auch jetzt noch die einigen Spiele, die ich da, ich glaube, seit Lewandowski, also 8 Spiele, habe ich, glaube ich, alle gewonnen mit diesem Team. Bin ich der Meinung. Also seit Lewandowski, wie gesagt, da ist. Und ja, was wollte ich noch sagen? Hybrid-Team habe ich euch schon gezeigt. Diese Änderung habe ich euch schon gezeigt. Ja, dann habe ich am 30.12. sogar, genau weiß ich das noch, circa um 4 Uhr morgens, habe ich meinen neuen Controller bestellt. Habe ich euch gesagt, will ich ja. Beziehungsweise ich habe euch schon gesagt, dass ich den bestellt hatte, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt an Silvester um 12:30 circa Mittagszeit angekommen. Ist ja klar, Mittagszeit war noch sonst. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde Xbox-Controller auch besser. Es ist eigentlich, denke ich, schon der beste, du. Auch für PC, weil mit einem PS3-Controller musst du da mit Bluetooth-Stick und dann musst du da mit einem komischen Treiber-Krams mit dem DS3-Tools und so weiter. Das ist alles jetzt nicht so das Wahre und ich finde Xbox dann doch schon besser. Auch, weiß ich nicht, ist ein bisschen größer, liegt, glaube ich, doch ein bisschen handlicher. Ist ja, also, liegt besser in Hand, so wollte ich das sagen. Auch wenn er ein bisschen größer und klobiger ist, aber ich finde ihn denn doch besser. Ja, was ich hier hin und her rede, aber egal. Auf jeden Fall läuft auch wieder besser damit, auf jeden Fall. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht die Schuld darauf schieben, dass ich in letzter Zeit immer ein bisschen schwächer war. Kann ja dann trotzdem noch wieder kommen. Aber seitdem lief es echt eigentlich gut. Habe ich bei Redcoon gekauft. Ich stelle euch da mal einen Link rein. Ein schwarzer, ich glaube, knapp 28, also ein schwarzer Controller. Hat mich, glaube ich, knapp 28 Euro gekostet. Und ja, einfach nur der Controller, weil ich den Empfänger schon hatte von meinem alten Xbox-Controller. Ja, Wireless-Controller, natürlich. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon nach 300 Jahren jetzt mal mit dem Spiel anfangen. Alle sind fit, weil ich ja, weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part gezeigt habe, halt immer die, oh hier, es geht nicht, den muss ich geben, sonst meckert er rum. Oh, habe ich es verletzt auch? Egal. Der kriegt einen Vertrag, der gute Ansaldi hier, zack. Weil ich ja immer genau von der anderen Mannschaft und jetzt brauchen wir immer nur zwischen zwei hin und her switchen. Ich denke, dass es auch besser ist, dass ich die kombiniert habe, weil die, glaube ich, im Endeffekt stärker sind als die einzelnen so. Also ein türkisches und russisches Team. Was hat der Fuß? Ja, komm, scheiß drauf, gebe ich ihnen hier eine Karte von. Und dann ist es okay und die lege ich ja immer dann hier rauf. Und jetzt wechsle ich meistens, denke ich mal, jetzt zwischen den zwei nochmal ab und wir fangen dann jetzt wieder mit meinem Bundesliga-Team an. Und ja, dann gehen wir doch mal und machen das entscheidende Spiel jetzt, wie man hier sieht. 5 Siege, echt gut. Eine Niederlage nur ist auch, naja, ist glaube ich mit meinem Hybrid passiert, als ich es noch nicht so gut umgestellt habe, muss ich glaube ich sagen. Danach lief es dann doch besser, so wie ich es jetzt habe. Und ja, 3 Unentschieden sind auch damit leider, ja, da mit dem Team habe ich es leider nur geschafft, denn auf einen Zähler immer jeweils zu kommen. Aber das macht auch nichts, denn wir haben dieses letzte Spiel und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich und hoffe, dass wir das gewinnen. Und ja, dann sind wir endlich in Liga 2 und das sogar mit einem Titel. Und gleichzeitig würde das bedeuten, wie man hier sieht, dass es mein 100. Sieg in Food Saisons hier wären. Das wäre natürlich, wow,
Aber war schon ganz cool, muss ich ja sagen. Und ja, wir haben gesehen, alle fit, also direkt weiter. Jetzt bin ich gespannt. Und hoffe natürlich, ja, dass ich das gewinne, muss ich nicht nochmal sagen. Ist natürlich klar. Und da haben wir auch schon unseren Gegner. Und hier, ich habe wieder die anderen Trikots hier, nehmen wir es Zenit. Also die Standard-Trikots wieder, meine, die ich schon längere Zeit eigentlich immer hatte. Bayern und Zenit. Jetzt nehmen wir das Zenit-Trikot. Oh, verdammt. Türkisches Team hier. Boah, Melo und Snyder in Form. Amrabat, Bruma. Bruma, der auch sehr schnell ist. Boah, der hat ein starkes Team auf jeden Fall. Vor allem Snyder ist so eigentlich schon gut. Und dann auch noch in Form. Na gut, aber mein Team ist wie gesagt auch gut. Oh, das war falsch. Hoher Druck natürlich direkt rein, wie ich es jetzt ja immer wieder mache. Nicht mehr Team Pressing. Ja, Schweini. Geht hier gleich mal durch. So. Ah, schade. Und ich muss mein Headset mal wieder leiser machen. So. Ah, schade, Thomas. Den kriegst du nicht, mein Junge. So, Thomas kriegt ihn noch. Schiebt ihn in den Rückraum. Oh, stark gehalten. Oh, von Torwart hier. Ja, bislang war der noch, glaube ich, noch gar nicht in meiner Hälfte irgendwie. Pischer kommt natürlich auch wieder mit nach vorne. Oh, Verfahren. Ich hätte mir Gidi Spin machen müssen. Oh. Mensch, Boateng. Ja, passend dazu, dass ich ja jetzt auch hier Lewandowski vorne drin habe. Da ist der gute Mann. Gibt es ja momentan seit dem ersten, also seit Neujahr, habe ich gelesen, darf er. Er macht direkt noch das Tor, das lässt er nicht nehmen. Und ich habe einen neuen Jubel, das erstmal nochmal. Galopptanz, wie er heißt, aber es ist halt so Gangnam Style natürlich, ne? Und ja, der ist auch einfach zu geil. Und passend dazu, jetzt, er macht das Tor und seit dem ersten darf er darüber reden, was für Wechselabsichten er hat. Und man weiß ja schon, dass er wechseln will. Und es ist eigentlich quasi ein offenes Geheimnis. Er hat ja auch schon Interesse daran bekundet, dass er zu Bayern gehen will. Und mich als Bayern-Fan freut das natürlich. Da ist sehr schade, schade. Und ja, und er darf jetzt wieder Klarheit schaffen. Aber hat es bis jetzt noch nicht getan. Vielleicht heute im Laufe des Tages noch, wer weiß. Also er wird wohl jetzt die Tage seinen Medizincheck wohl bei Bayern machen. Und ich glaube, da kann man sich wohl darauf auch verlassen. Weil er, wie gesagt, er hat ja gesagt, er will zu Bayern gehen. Und das ist natürlich bei Real, den man ja auch mit um den Lewandowski-Poker, wie es so schön heißt, als Kandidat handelt. Ja, hat wohl irgendwie zweimal, also er war nämlich in Polen, als er da auch Urlaub gemacht hatte. War er, ich weiß jetzt gerade nicht, Mariusz Błaszczak, war na Spaß, aber keine Ahnung. Da war er bei so einer TV-Show und dieser Moderator hat dann irgendwie, ja, ihm anscheinend, wenn das stimmt, quasi die Wahrheit entlockt. Ah, das war nix. Denn abseits der Kameras hat er ihn wohl gefragt irgendwie und hat mit ihm geredet und hat dann daraufhin getwittert, dass Lewandowski, also ganz sicher so, als wenn er sein Manager wäre und das wüsste, dass Lewandowski halt für 4 oder 5 Jahre einen Vertrag bei Bayern unterschreiben wird. Angeblich sollte das
Das gibt's ja nicht. Gestern passiert sein, am 2. Und Drogba ist sehr kopfballstark, wissen wir alle. Macht hier direkt eine Bude, ey, aus dem Nichts heraus auf einmal. Und schießt einfach mal drauf hier. Boah, und der geht einfach mal am Pfosten, ey. Reus. An Ladde, meine ich natürlich. Laber ich da wieder. Ist gar nicht so einfach hier, sich zu konzentrieren im Spiel und dann noch was da über die neuesten Transfergerüchte zu erzählen. Jan Kirchhoff ist ja auch jetzt zu Schalke, also an Schalke ausgeliehen worden, aber es steht jetzt, glaube ich, schon über eine Woche oder wenn nicht noch länger fest, oder? Nee, Thomas kriegt ihn nicht. Und mal sehen, wie sich das denn entwickelt. Egal. Zack. Oh, scheiße. Ist ganz schön widerspenstig hier, der Typ. Oder so ähnlich. Nein. Oh nein. Und dann mache ich auch noch sowas. Oh nee, nicht mit neuer Freundchen. Es leckt schon wieder so komisch rum. Irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Oh, Reus. Oh, schade. Hätte ich vielleicht nicht so draufknallen müssen und einfach mal reinschieben. Oh. Zum Glück ist ihm da der Ball versprungen. Weil der gute Nordin ist sehr schnell, wie wir gesehen haben. Und auch vielleicht wissend, da ich hatte ihn ja auch im oder... Ja, doch, hatte. Mein Hybrid ist ja momentan nicht vertreten, weil sonst wäre die Chemie, glaube ich, zu weit runtergegangen. So, Lewandowski startet in den Raum und grätscht ihn da quasi rein. Und jetzt kommt nochmal, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, den anderen Jubel hier, aber ich glaube schon, doch, oder? Nee, das ist der Muevelo, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte genau den kennt ihr, glaube ich, also, den kennt ihr bestimmt auch, klar, aber... Den habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Den kanntet ihr als mein Lieblingsjubel einfach. Und hier macht Amrabat ganz einfach den Ausgleich wieder. Was ist das denn? Alter Falter, auf einmal läuft es nicht mehr so gerade. Also so einfach haben die Tore in den letzten 8 Spielen, die ich mit diesem Team gemacht habe. Also seit Lewandowski da ist, haben die das so einfach nicht mehr gemacht. Bin ich der Meinung. Lewandowski hat ja auch noch 4 Sterne, also kann ja einiges an Tricks auch. Und jetzt mache ich mal dumme Scheiße da. Weg mit dem Ball. Ich spiele auch ziemlich kacke, muss ich sagen. Ja. Schön vom Piszczek gemacht. Zack, Lewandowski. Nein! Ja. Schade. Oh, Schweinchen kam da gerade an. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, was ich gerade gesagt hatte. Egal. Scheiß drauf. 2-2, ey. Viel zu einfach. Yo! Alter. Schweini zieht auch ein bisschen an jetzt. Oh, fuck. Okay, das war dumm. Das war dumm. Ich wollte erst flanken, aber dann war ich mir unsicher. Er macht eh. Oh, ich habe gedacht, der geht nach unten. Direkt. Wieso laggt denn das so komisch rum? Weg. Aber ihr habt's jetzt. Der sollte dahin, genau da.
Wieso lag das denn so? Lewandowski kriegt die nicht, schade. Nee. Joey Müller. Boah, macht er gut, macht er gut. Bleibt am Ball. Und jetzt vielleicht mal eine Hake dahinter setzen. Schade. Es ist so widerlich. Dante, kommt mal Kopfball. Alles in Zeitlupe, sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme auch jetzt so aussehen wird. Aber es ist ziemlich eklig. Nee, ich will gar nicht wechseln. Ich trinke. Oh, das ist gefährlich jetzt. Oh, nee, ich trinke doch keinen Schluck. Oh, es ist so. Unglaublich. Oh. Ah, das war dumm. Das war dumm von mir. Alter. Geht doch. Boah, ich. So kann man doch nicht spielen, ne? So, hoffentlich bleibt es jetzt mal so. Ja, eher nicht. Alter. Zack, 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 zack. So, Lewandowski. Läuft da schön in den freien Raum. Schade. Schließt direkt ab, aber leider trifft das Tor nicht. Ah. Oh, auch noch gepannert. Piszczek drängt ihn da schön ab. Das war ihm klar. Und jetzt macht er so ein Scheiß-Tor. Und es ist unglaublich. Ich spiele so gut die ganze Zeit und jetzt lasse ich mich so verarschen oder was. Das ist doch unglaublich. Wieso spiele ich denn so schlecht gerade? Gerade im entscheidenden Spiel, wo ich den Titel holen, also ja, den Titel holen kann. Und meinen 100. Sieg in dem Part feiern kann. Mit diesem Aufstieg endlich in Liga 2 und dann einem etwaigen Titel. Naja, noch ist nichts verloren hier, Freundchen. Lewandowski ist wieder nicht am Ball. Schade. Wenn es auch vielleicht mal aufhören würde, so dämlich zu laggen. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wie kann man denn so spielen? So kann man gar nicht spielen. Verdammte Scheiße, ey. Renn, Levi. Oh nein. Wie schlecht. Alter. Macht Lewandowski gut. Aber wird geblockt, der Scheißschuss, ey. Und was ist jetzt wieder los? Wahrscheinlich habe ich. Ja, ja, natürlich. Ich habe natürlich noch gefoult. Ja, na klar. Komm, Scheiß drauf. Alles nach vorne. Hallo. Oh, dieser Slow-Motion-Scheiß, ey. Ja, ich gebe ihm sogar noch eine Vorlage. Und jetzt habe ich hier unten keinen Magger, der entdeckt. Und ja, haut ihn ins. Ey, so, ich bin echt gerade ratlos, was meine Leute da machen. Das, ja. Jo.
Verpiss dich, Drückbar. Als ob, wieso kriegt ihr den denn? Wenn er auf dem Boden liegt quasi, dann kann er den doch nicht kriegen. Auch wenn er kopfballstark ist. Alter, ist das Zeitlupe. Verpiss dich, Junge. Es macht überhaupt gar keinen Spaß, so zu spielen. Ich check das überhaupt nicht. Und ich guck mal, ich passe ihm sogar den Scheißball zu. Oh mein Gott, ist das ätzend. Hallo und herzlich willkommen bei Slow Motion. Es ist doch lächerlich, ey. Ach komm schon, ey. Nein, und da verdrücke ich mich. Das war wohl ein Foul da von dem Typen. Macht Müller schön und wieder wird er geblockt. Wieso hat er eigentlich 3000 Leute da hinten drinne? Oh, es ist doch lächerlich. Nein, oh Gott, oh Gott. Wieso muss ich denn so lächerlich verlieren? Ich verstehe es nicht. Nachdem ich doch sogar die Führung erzielt hatte. Ja, natürlich, guck mal, da pfeift er ab, ey. Fuck you, FIFA. Gut, wir verlieren hier. Natürlich, wieso sollte es auch mal einmal passen, dass alles perfekt läuft und ich dieses Scheißspiel gewinne, dieses Scheißspiel gewinne und dann meinen 100. Saisonsieg feiern kann, während ich aufsteige. Aber nein, und einen Titel kriege ich natürlich trotzdem nicht. Also natürlich mal wieder nicht. Ah, unglaublich. Obwohl ich seinen kleinen Tick dominanter sogar noch war. Guck mal, Schussgenauigkeit war auch höher. Okay, er hat ein paar mehr Zweikämpfe gewonnen. Ja, gut. Es hat nicht sein sollen, aber scheiß was drauf. Wird er, kann er seinen Sieg feiern, wie er lustig ist. So wie das rumgeleckt hat. Also da kam ich auch gar nicht drauf klar. Macht nichts, scheiß was drauf. Hab ich schon mal gesagt. Und ja. Das war das letzte Spiel, aber scheiß mal was drauf. Immer noch zum dritten Mal jetzt. Denn ich bin wenigstens aufgestiegen. Und das war eigentlich mein Ziel, endlich mal. Ey, hier ein neues Wappen hier, das kenne ich ja noch gar nicht, weil ich ja noch nie in Liga 2 war. Endlich Liga 2 und jetzt, boah, guck mal, dicke Prämie auch noch bekommen. Jetzt haben wir knapp 23.000 Münzen noch. Und dann werden wir halt hoffentlich im nächsten Part, der Montag ja dann kommen wird, meinen 100. Saisonsieg mit meinem Hybrid-Team feiern. Ich hoffe es zumindest. Und bis dahin sage ich, ciao, haut rein und Peace.